Ich wollte auch mal fragen, ob irgendeiner von euch vielleicht weiß, wann das Update kommt für ARK für die Xbox One. Also nicht für ARK, sondern für generell für die Xbox One. Damit, also das März-Update müsste das sein, das müsste jetzt eigentlich auch schon längst draußen sein. Ja, hallo, wir haben jetzt schon fast Ende März, also... Na gut, wir haben jetzt gerade die Hälfte geschafft. Aber ich frage mich wirklich, wann kommt dieses Update? Weil ich warte nur noch auf das Update, dass ich dann den Party-Chat von Xbox One aufnehmen kann, weil dann würde ich auch fast schon direkt anfangen mit dem Xbox One Let's Play Together. Von ARK. Na gut, ich muss mal gucken, wie man mit dem Server hin macht. Futter. Ja, nimm einmal Futter 1. Accept. So, ich brauche nochmal ganz kurz das Zeug aus deinem Inventar. Dankeschön. Du hast 10 Bären weggefuttert. Was? Was? Abgehobenes Stück. So, gehen wir mal direkt weiter. Ich brauche einen Adler. Wo könnte ein Adler hier sein? Ich renne. Nee, ich wollte gerade sagen, Alter. Nee, der. Was? Nee, warum auch keiner? Verdammt! Ich muss aufpassen, dass ich keinen von diesen kleinen Mini-Insektenviecher ankomme. Ja. Ich kann ja jetzt nicht einfach vorrennen. Ich muss ja jetzt auf den Tod warten. Der ist so fucking lahmarschig, ne? Na komm. Nee. Alter, lass dir mal ihre Beine wachsen. Den könnte ich auch eigentlich easy wegsnacken. Ich glaube, ein Narkotikfall müsste für ihn locker ausreichen. Level 20er, ja, reicht locker. Oh shit. Oh shit, voll das Insekt. Voll das Insekt, Junge. Guck mal, ob ich das... Nee, ja, nee, es wär verschwendete Munition. Ich snack es jetzt mal weg. Aua, ich hasse diese Biester. Ich hasse sie einfach. Ja, warte mal, wo ich schon mal jetzt unterwegs bin, da bietet sich das an, die Stimberries hier mal auf 8 zu legen. Weil die werde ich gebrauchen. Weil nicht, dass ich ja irgendwie durch dieses komische Gift irgendwie umkippe, weil die machen ja auch... Wie ist dieser Schaden? Toxic-Schaden. Also, dass ich dann einfach bewusstlos umkippe, so... Hui, duf, leg ich auf den Boden an. Das wäre auch blöd, ne? Ey, Dilophosaurus, ich bin hier, um dich umzukloppen. Wie läuft's bei dir so? Level 2er, Junge, easy! So, du bist Futter Nummer 2, weil du kannst dich wehren. Mach, Futter Nummer 1, ey, du bist auch da. Krass, Futter Nummer 1, also das muss echt ein bisschen schneller gehen, ne? Das muss echt schneller gehen, weil du bist halt das Futter für die Dinos, die mich angreifen. Du, das muss schneller gehen. Na komm, mach mal ein bisschen hin hier. Und wir warten. Das ist ein Level 2er, hallo? Mach mal ein bisschen hin, ey. Ich will jetzt hier nicht 80 werden. Oh, sieht auch schön aus, ne? Meine Fresse! Was ist das denn für ein Sound? Oh, das sieht auch schon verdammt schön aus. Das sieht echt verdammt schön aus. Nee, das war nicht meine Klingel. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade eine Türklingel gehört bei mir. Das war nicht meine. Nee, das war nicht meine. Meine wäre lauter. Meine hätte ich durchzeit richtig laut gehört. Weil Kumpel will nachher noch vorbeikommen. Ich schau mal kurz auf die Clock. Ja, ich habe nur 43 Minuten, bis er losfährt. Ja, wenn er nur... Wir haben geschrieben, 16:50 fährt er los. Dann werde ich die Aufnahme beenden, weil dann bin ich ungefähr bei einer Stunde. Weil dann kann es nämlich sein, dass er dann ungefähr in 10-20 Minuten da ist. Und deswegen... Futter... Warte mal, nee, du bist ja nicht das Futter. Du bist ja... Die Fense. Ja, richtig geil geschrieben, ne? Die Fense. Ich nenne es einfach die Fense, fertig. 001. So, die Fense. So, ich habe jetzt die Fense und Futter. Geil, geil. Ich versuche die jetzt wirklich immer so falsch wie möglich zu schreiben. Ich weiß auch nicht, ich finde das immer lustig. Metall. Ich kann eigentlich schon Metall mitnehmen, ne? Scheiß drauf, wir nehmen erstmal ein bisschen Metall mit. Metall. Nice. Ich baue jetzt erstmal alles ab, was ich hier so finde, damit ich so ein bisschen Metall schon mal zusammenkriege vorher. Läuft natürlich gerade mit dem Metall. Nicer Scheiß. Ich muss echt ein bisschen aufpassen, weil ich habe schon mal gehabt, dass ich auf Stein, auf so einem Steinding, Stein abgebaut habe. Das Ding ist dann explodiert. Und ich bin mitgeflogen. Hatte ich schon mal gehabt. Ist nicht empfehlenswert, weil dann fliegst du erstmal und landest bis tot. Klingt natürlich jetzt erstmal witzig. Ist es aber nicht. Wirklich nicht. So, ihr beiden, ihr kommt mal mit. Müsst ihr eigentlich natürlich merken, wo ich hergekommen bin, ne? Wäre, denke ich mal, nicht verkehrt. Oh Mann, hast du ein Mini-Ding? Warte mal. Alter, das hier trampelt ja richtig auf den Boden. Gedreckt. Alter, wie schwer bist du zum Teufel? Boah, was? Insekt, macht's tot, macht's tot.
Nice, macht's tot, Junge. Hast du gut gemacht. Ja, guck mal, Alter, Defense. Ah! Shit, noch mehr. Defense! Claire, Junge! Defense! Claire! Du musst klären! Ach, nur gut, das habe ich gemacht. Alter, ich hasse diese Insekten, ne? Insekten sind das Abartigste, gegen was du kämpfen kannst, finde ich. Weil die sind so klein, die siehst du im Rasen fast gar nicht. Die überraschen dich dann immer. Besonders, ich stand schon mal hier auf so ein Ding und da kam so ein Ding von hinten, hat mich runtergeschubst. Ihr wollt nicht wissen, wie verarscht man sich dann vorkommt. Man kommt sich nämlich richtig verarscht dann vor. Oh yeah, nice. Muss nur aufpassen, dass mein Dilophosaurus jetzt nicht zu... Weil ich wollte sagen, nicht, dass mein Dilophosaurus jetzt mir zuvorkommt. So, rein damit. Das ist Futter Nummer 2. Na, Defense, du bist natürlich krass unterwegs. Ne? Du bist natürlich krass unterwegs. Wie sieht es bei dir aus? Oh, nice. Defense hat Level Up gemacht. Bei dir gehe ich mal nur auf Damage. Ich glaube, Leben wäre auch nicht verkehrt bei ihm, ne? Ich glaube, Leben wäre auch nicht verkehrt. Das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt alle mitnehme, ne? Dann habe ich so ein paar Viecher, die komplett bescheuert Namen. Gut, ich kann einfach den Namen ändern, ne? Ja, ich ändere dann einfach den Namen. Wenn es mich näher ankotzt oder so, ändere ich aber easy den Namen. Dürfte ja nicht schwer sein, ne? Machen wir mal easy fertig dann. Na komm. Na komm schon. Na komm. Alter, ich schaffe gleich an. Na komm. Geil. Futter. 2. So, gut, gehen wir weiter. Oh, oh geil. Parasaurus. Oh, ich könnte dich voll klatschen, Alter, weißt du? Ich könnte dich voll kaputt machen mit meiner Armee. Mit meiner Armee of Tod, Alter. Ihr seid so lahmarschig, ne? Ich bereue es teilweise echt, dass ich mir die mitgenommen habe. Die sind so richtig lahmarschig. Die Dilophosaurus, die sind schön schnell. Die sind gut. Die Dilophosaurus kann man immer gebrauchen, wenn man so unterwegs ist. Aber Dodes, oh Mann, die sind so lahmarschig. Die hängen andauernd hinterher. Warte mal, ich kann ja mal auf die Map gucken, wo ich überhaupt rumkratze. Ich bin da unten. Da oben ist Home. Home ist ein Haus, was ich auf einem anderen Server gebaut habe, weswegen es da markiert ist. Alter, ich bin ja übelst weit weg davon. Scheiße, ich glaube, ich bin sogar in der Nähe von einem Sumpfbiom. Scheiße. Ich hasse Sumpfbiome. Aus einem einfachen Grund. Es ist da Sumpf. Es ist Sumpf und Krokodile und Schlangen. Ohne Ende. Da ist alles voller Missgeburten, ne? Alles von voll mit Viechern, die man überhaupt nicht braucht, ne? Und die attacken dann einen so von der Side of Life, ne? Du denkst, du kämpfst gegen einen Krokodil. Yeah, yeah. Nimmst das Gewehr und rotzt es viel weg, Alter. Kommt hinter dir eine Schlange und macht dich easy tot. Ja. Hier, das müsste das Sumpfbiom sein, ne? Das sieht mir ziemlich nach einem Sumpfbiom aus. Müsste eigentlich eins sein. Ja, ich weiß nicht. Ich sehe noch keinen von den Viechern, die da drin sind. Eins von den typischen Viechern will ich schon sehen, damit ich mich sicher sein kann. Also Schlange oder Krokodil natürlich, ne? Ich meine, es gibt noch so einen anderen riesigen, hässlichen Mistdinger. Aber wisst ihr, was ich immer noch suche? Ein Raptor. Ich suche mal echt hier noch einen Raptor. Ich will einen Raptor haben, verdammte Scheiße. Na toll, wo sind die Dosen schon wieder abgeblieben? Nach da. Nee, komm mal ein bisschen hinter hier. Dünn. Alter, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe echt Angst, wenn ich die mit nach Hause nehmen will. Da habe ich echt ein bisschen Angst vor. Weil ich glaube, wenn ich die nach Hause nehmen will, oh, das wird dauern. Ich suche einen Adler. Ich weiß, auf einem anderen Server wurde ich mal von Adler nur permanent angegriffen. Aber hier irgendwie gerade, ich finde keinen. Ich hatte einer ein Haus gebaut. Natürlich High-End ausgebaut. Das ist natürlich das beste Haus, was ich jemals gesehen habe. 11 von 10 von IGN. Das ist natürlich nicht schlecht gemacht hier so, mit so einem Ausblick. Ja, es ist ein Sumpf hier oben. Sich direkt an dem Wasser. Direkt erkannt. Also ich bin ein richtiger Quantum Pro. So, ihr seid auch da. Gut, dann können wir weitermachen. Adler. Ich brauche einen Adler. Ich will nur einen verfickten Adler haben. Mehr will ich doch gar nicht. Oh. Das ist natürlich jetzt ganz geil, ne? Mitten im Dschungel und dann habe ich Durst. Ich renne natürlich jetzt nicht runter zum Wasser. Sondern ich futter jetzt meine Bären, bis sie wechselt. Ach, guck mal, ne. Ach gut, die Beine sind noch auf dem Weg. Wo könnte ein Adler sein? Die sind meistens immer bei Bergen in der Nähe. Das Problem ist, ich sehe auch hier gerade keine Berge. Das ist natürlich auch noch ein Problem, was ich gerade habe. Ich sehe keinen Berg.
Ich sehe den Berg voller Bäume nicht. Wo ist denn der nur? Na, da hinten wird er wahrscheinlich auch nicht sein, ne? Die sind wirklich meistens immer bei Bergen, das weiß. Oh, da, dieses hässliche Vieh. Ich finde die so hässlich, die Mistviecher, ne? Also ein Schönheitscontest würden die bei mir nicht gewinnen. Da hinten ist was im Wald. Na, ist kein. Ey, warte schon mal. Oder? Nee. Oh, ein Spino. Da unten ist ein Spino drin, ein Spinophosaurus. Und eine Schildkröte. Wird der hier hochkommen? Nee, ich denke nicht. Ne? Nee, der wird hier schon nicht hochkommen. Ach, du bist noch da, gut. Wo sind die anderen? Du kannst dich doch nicht einfach aus den Augen verlieren. Du bist ein schlechter Sergeant. Du bist ein schlechter Sergeant. Ach, guck mal, da hinten sind sie. Wenn ich nicht gewesen wäre, ne, dann wären die Viecher immer noch unterwegs. Na, du Missgeburt. Irgendein Baum ist gerade umgekippt. Das heißt, irgendein großes Vieh ist unterwegs. Ist denn eine Schlange? Ja, da sind schon Schlangenkrokodile. Gut, da hinten brauche ich gar nicht erst lang gehen. Da hinten brauche ich mich nicht erstmal anders, weil sie die Nähe begeben. Ach, das Vieh war es wahrscheinlich. Ja, da würde ich mal sagen, verpiss ich mich mal von hier, ne? Oh, ey, da sind Frösche. Ah ja, ich weiß auch, es gibt ja jetzt Biber hier, ne? Es gibt ja jetzt auch noch Biber. Also nicht Justin Bieber zum Glück. Ich meine, gut, in der Uhrzeit wäre ein bisschen fehl am Platz. Aber es gibt ja jetzt auch Biber, ne? Ich könnte vielleicht mal gucken, ob ich hier einen Biber finde. Weil Biber sind cool, hallo, Alter. Mit den Zähnen, Alter. Das ist richtig krass. Richtig krasse Dotes. Richtig krasse Dudes. Dotes wollte ich sagen, Alter. Dotes. Wir haben ja so viel mit Dotes zu tun. Oh, shit. Warte mal. Bin ich im Kreis gelaufen? Ist da hinten meine Base? Bin ich jetzt echt einmal so wüt, einmal hier... Läuft. Ah, ich glaube, dein Name kann ja auch ändern, ne? Ich glaube, du wirst nicht mehr Defense sein. Ich glaube, ich werde dich anders nennen. Egal. Ich renne jetzt einfach nur noch durch. Wer jetzt mitkommt, der kommt mit. Wer nicht, der nicht. Ah, Mann, ich brauche unbedingt was zu trinken. Ah, muss er ja nur hier runtergehen. Er hat ja schon was Schönes trinken. Und gönn dir. Gut, die Fenster kommt mit. Die anderen, die Dots sind mir jetzt scheißegal, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Dots sind mir jetzt einfach mal egal. Ach ja, ja, ich bin wieder da. Ich bin wieder voll. Krass. Sinon Leggy, alter Kratosai, una Troja. Troja. Na. Ja, er hat auch versucht, eine Brücke zu bauen. Auch mehr schlecht als recht. Er wird immer noch schöner als meine. Meine sieht aber nur scheiße aus. Einfach nur scheiße. Ja, das müsste mein Haus sein, glaube ich. Also hier irgendwo in der Nähe. Kommst du? Mach ein bisschen hin. Ich will doch irgendwann ankommen. Weil die Dilophosaurus kann man immer gebrauchen, ne? Die kann man immer gebrauchen, die Dinge. Na, du kleines Mistvieh. Dich mach ich easy down, Junge. Easy. Oh, fuck. Noch mehr. Ich hoffe, dass mein Dilo das überlebt. Was? Wow, yeah. Attack. Und mein Dilo ist gerade... Alter, ich wollte gerade sagen, nicht, dass ich mein Dilo angreife. Das Gute ist, mein Dilo ist gerade ein bisschen leicht Brain AFK gewesen. So, jetzt gönn dir. Jetzt gönn dir aber. Den musst du jetzt schaffen, den Gompi. Jetzt aber. Ja, nice. Hat das gesehen? Richtig nach dem Motto, oh, er hat noch ein bisschen Leben. Ich warte mal lieber, bis er noch einen Hit gibt und dann greife ich erst an. So, nach dem Motto hat er gerade gekämpft, ne? Richtig schön nach dem Motto. Oh, warte mal, er braucht noch einen Hit, dann kann ich einen Easy One hitten. Ja, das müsste meine Insel sein. So viele Dots wie hier rumgeilen, das müsste echt meine Insel sein. Ja, da hinten ist mein Haus. Das sehe ich natürlich schon am dezenten Flackern im Hintergrund, dass es mein Haus ist. Hallo? Nice. Also, man hat schön hingejist hier in die Umgebung. Ich mache hier aktive Umgebungsverschönerung. Überall hinscheißen. Läuft. So, die Suche war natürlich komplett unnötig, weil ich natürlich das alles falsch gemacht habe. Ich bin nämlich nicht in Richtung Berg gegangen. Das habe ich natürlich nicht bedacht, als ich losgelaufen bin. Moin, was geht, Schildkröte? Die Suche war natürlich jetzt ziemlich sinnlos, weil kein Berg in der Nähe ist. Im Norden sind natürlich ganz viele Berge, das weiß ich, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich da unbedingt hinkommen soll. Komm mal her. Na los. Gib mal ein bisschen Stoff hier, so. Ich lasse jetzt erstmal hier stehen.
Na gut, das Zeug kannst du behalten. Disable Following. Ich ändere mal deinen Namen. Ich ändere mal deinen Namen, ne? Ich mache das mal dieses 0. Ach man, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich das geschrieben habe. Ich glaube so, Defense oder so habe ich das geschrieben, ne? Defense. Ja, müsste richtig sein. Gut, lassen wir so den Namen. Lassen wir einfach mal so. Lassen wir einfach mal so im Raum stehen, ne? Access Inventory. Ein bisschen Metall habe ich ja noch gefarmt. 5 Stück. Hat sich voll gelohnt, Alter. Ich komme vor wie in Minecraft gerade. Ja, machen wir mal 100, ne? So, und wieder raus. Ah, dann kann ich nervig nicht zurückkommen. Erstmal ein bisschen Munition craften. Für mein nices Gewehr. Das will ich auch irgendwann mal mitnehmen, aber jetzt noch nicht. Dafür bin ich noch viel zu unsicher. Da hinten ein Berg ist, wenn ich da einmal. Ja, gut, ich war hier schon mal langgelaufen, ne? Ich war ja hier schon mal überall langgelaufen. Lass mich durch, ey. Junge, so, rennen wir mal hier rum. Ich wollte gerade sagen, ich nehme jetzt wieder einen Tod mit, aber nee, Tod wäre Schwachsinn. Müsste ich wieder die ganze Zeit warten, bis er hinterher gekommen ist. Das bringt mich auch nicht weiter. Ein Parasaurus könnte ich mir besorgen. Ein nice Parasaurus. Aber ich glaube, hier hinten war irgendwo ein Spino, kann das sein? Weil ein Spino wäre natürlich jetzt mega nice. Dann würde ich ganz schnell umdrehen, Narkotikpfeile ohne Ende craften. 50 Stück mindestens. Und dann würde ich natürlich auf den Spino gehen.